Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche durften dann endlich die neuen Sommerdüfte 2014 von Yankee Candle bei mir einziehen und ich würde sagen, wir schnuppern dann da auch gleich mal zusammen dran, um zu gucken, nach was die dieses Jahr so alles duften. Insgesamt gibt es in dieser Sommerkollektion dieses Jahr 5 verschiedene Düfte, überwiegend aus der Kategorie Fruchtig. Einer ist aus der Kategorie Blumig und ein Duft ist jetzt dabei, da bin ich mir nicht 100% sicher, ob der in der Kategorie Fruchtig oder Food and Spice von Yankee Candle eingeordnet wurde. Da habe ich nicht geguckt, muss ich dann nochmal gucken, sage ich euch dann in der Review. 2 von diesen 5 Düften sind allerdings wieder limitiert. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, was es alles gibt. Und zwar, da ist der erste aus der Kategorie Fruchtig, der auch limitiert ist, Citrus Tango. Dann auch limitiert, und da weiß ich jetzt nicht, ob er in der Kategorie Fruchtig drin ist oder Food and Spice bei Yankee Candle, und zwar Margarita Time. Dann aus der Kategorie Fruchtig Orange Splash. Der ist also regulär jetzt im Sortiment. Dann die Kategorie Blumig Black Plum Blossom. Auch regulär. Und der letzte wieder aus der Frucht-Kategorie, auch regulär, Sweet Apple. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den 2 limitierten auch an. Ja, also der erste aus der Kategorie Fruchtig und limitiert Citrus Tango. Okay. Und er riecht wirklich nach dem, was abgebildet ist, nämlich nach Grapefruit, Limette und nur ein Hauch, aber nur ein Hauch von Orange. Hat auch noch ein bisschen was von Pomelo, ist sogar auch hier drauf. Hier hinten, habt ihr schon mal Pomelos gegessen? Also die können mich ja echt nicht wirklich überzeugen. Ich liebe Grapefruit, egal ob pink oder gelb, aber diese Pomelo. Ich habe immer gedacht, die haben so ein bisschen Ähnlichkeit mit Limette. Also es ist so eine Mischung aus Limette und Grapefruit, weil das ja doch eher grün ist. Die sind bei mir immer nur strohig und nicht wirklich saftig. Falls einer von euch weiß, ob die so sein müssen, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Also ist es nämlich sonst keine Frucht für mich, wenn da nichts saftig ist. Und das riecht ja hier nur ganz, ganz leicht raus. Also überwiegend ist hier wirklich Grapefruit, Limette und ein Hauch von Orange. Bin ich mal gespannt, wie der dann im warmen Zustand wird. Kalt riecht der sehr gut und gefällt mir wirklich ausgezeichnet, weil ich mag es ja zitronig. Nur habe ich Angst, dass der eventuell, wenn er dann an ist, wieder Richtung Klostein oder seifig oder was gehen könnte. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht ist das ja mal nicht der Fall. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. So, als nächstes dann Margarita Time. Sieht auch schon wieder klasse aus. Und dieser Duft ist, wie gesagt, auch limitiert. Wenn der weg ist, ist er weg. Und bei dem weiß ich nicht, ob er in der Kategorie Fruchtig oder Food and Spice drin ist. So. Oh, der ist Hammer. Der riecht... Oh, ist der lecker. Mmh. Oh, der gefällt mir. Der riecht so richtig nach ganz spritziger, saurer, herber Limette. Gepaart mit ganz, ganz viel Zucker. Saftig, sauer, leicht süß und herb. Der ist total lecker. Also, wer Vanilla Lime von Yankee Candle liebt, der sollte den mal probieren. Ich denke, der könnte euch gefallen, aber er ist nicht so süß.
wie Vanilla-Lime. Er ist spritziger, saurer, riecht noch authentischer im kalten Zustand nach Limette und hat halt nichts Vanilliges. Also wer Vanille nicht mag, aber Limette, der sollte Margherita Thyme mal probieren. Richtig lecker. Aber wie gesagt, da hoffe ich auch, dass kein Klostein und nichts hervortritt, wenn ich ihn dann anhabe. Also da muss man dann gucken. So, dann aus dem regulären Sommersortiment von Yankee Candle Orange Splash. Ui! Der sprutzelt in der Nase. Riecht total klasse nach Orange. Süß. Und hat wirklich noch so was Sprutzeliges, Spritziges. Und wenn ich ehrlich bin, der erinnert mich an Fanta Orange. So eine richtig schöne Orangenlimonade. Total lecker. Gefällt mir schon mal kalt auch gut. So. Ist übrigens aus der Kategorie fruchtig. Dann den einzigsten blumigen, den wir in der Sommerkollektion haben, das ist Black Plum Blossom. Also Pflaumenblüte. Und nach Pflaume riecht er auch, aber nicht nur, er hat auch noch was Blumiges. Süßes, also blumig süß gepaart mit reifer süßer Pflaume. Bin ich mal gespannt, wie der rauskommt, wenn ich ihn dann in der Duftlampe habe. Also kalt, nicht schlecht, Herr Specht. Lecker. So, und der letzte, auch wieder aus der Kategorie fruchtig und regulär im Sommersortiment. Sweet Apple. Und da finde ich das Bild schon so, so ein richtig schöner, knackiger Apfel. Schaut schon lecker aus. So, und der riecht so, nach dem, was drauf steht, nach knackigem, süßem, roten Apfel. Und sonst gar nichts. Einfach nur nach süßem, rotem Apfel. Lecker. Der gefällt mir. Also kalt, muss ich sagen, finde ich dieses Mal alle schon mega lecker. Was der jetzt allerdings in der Sommerkollektion macht, ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel, weil für mich Apfel immer in den Spätsommer reingehört. Also ich hätte ihn jetzt eher in die Herbstkollektion reingepackt. Aber gut, wir essen Äpfel ja auch das ganze Jahr über, können wir auch das ganze Jahr über Äpfel düfteln. Ist okay. Und der gefällt mir. Also, für alle Freunde, die Macintosh geliebt haben von Yankee Candle, die sollten mal den Sweet Apple probieren. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ersatz. So, komme ich dann mal zu meinem Ranking kalt geschnuppert von Yankee Candle. Da ist auf dem letzten Platz, also auf Platz 5, Citrus Tango, der limitiert ist. Auf Platz 4 kalt geschnuppert Black Plum Blossom. Auf Platz 3 kalt geschnuppert Orange Splash. Auf Platz 2 Sweet Apple. Und auf Platz 1 Margherita Thyme. Den finde ich Hammer, Leute, den müsst ihr riechen. Und warum ist der jetzt wieder nur limitiert? Der ist Hammer, der ist so richtig erfrischend, spritzig, limettig, süß. Boah, so ein richtig Hammer Sommerduft. So wünsche ich mir Sommerdüfte. Ja, meine Lieben, wer von euch hat die Sommerdüfte schon probiert? Und wie gefallen sie euch? Hinterlasst mir da bitte einen Kommentar. Ich werde jetzt diese Woche
fleißig wieder die Düfte anzünden und für euch testen. Und dann gibt es natürlich wie immer eine Review dazu. Und dann bin ich mal gespannt, ob diese Düfte wirklich halten, was sie versprechen. Weil bis jetzt muss ich sagen, im kalten Zustand, finde ich, ist diese Sommerkollektion top. Es gibt wirklich keinen einzigen Duft, der mir ansatzweise nicht gefällt. Die sind alle sehr, sehr lecker. Und ja, ich muss wirklich sagen, das ist seit langem, aber wirklich seit langem, die beste Kollektion, die Yankee Candle rausgebracht hat. Also Hut ab. Wenn die jetzt im warmen Zustand auch alle so rauskommen und so lecker bleiben wie im kalten Zustand, da jetzt nichts mehr irgendwie seifig, klosteinmäßig, parfümlastig oder sonst was wird, sind die top. So wünsche ich mir eine Sommerkollektion. Fruchtig, spritzig, leicht süß. Ja, auch ein bisschen blumig ist okay, aber nichts Gewürzgedöns oder sonst was. Nun ja, wie gesagt, ich werde dann die Woche für euch testen und dann schauen wir mal, was da alles rauskommt und wie mein Ranking dann im warmen Zustand aussieht. Ob die alle noch auf ihrem Platz sind, wie sie jetzt sind, oder ob sich da wieder was verschiebt. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, meine Lieben, vor allem eine duftelige Zeit. Wir sehen uns dann zur Review wieder. Bis dahin, meine Lieben, fröhliches Düfteln. Macht's gut.